Und damit herzlich willkommen zur zweiten echten Folge von Telekinetik. Wir haben hier, weil ihr das so wolltet, diese Konsole aktiviert und haben daraufhin die Klonarmee losgeschickt. Ich glaube, das war nicht ganz so klug. Kann ich hier durch einfach? Nein. Aber ja gut. Nächstes Ziel habe ich jetzt sozusagen immer noch nicht. Mal, jetzt mal gucken, kann ich hier denn die Scheibe durchpoken? Auch nicht. So. Jetzt ist aber die Tür geöffnet. Einwandfrei. Das ist die gleiche Himmelsrichtung, die auch die Soldaten unterwegs sind. Jetzt dachte ich, davon hat sich was bewegt. Gruselig. Also die von mir befreiten, von mir, was heißt von mir, die zufällig aus Versehen befreiten Leute hatten keine Rüstung an oder sowas. Schwarze Anzüge auf jeden Fall. Aihuhu. Okay, wir gehen mal weiter. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier reingegangen bin. Ich habe auch keine Ahnung. Boah, das war ein. Mann! Da gucke ich gleich auf mein Mikro, ob es noch an der Wand hängt. Hallo, ich bin Jagger und ich bin lebensmüde. Ist halt nur ein Spiel. Ist halt nur ein Spiel. Habt ihr Gnomed schon gesehen? Ich verlinke das mal unten in der Beschreibung. Schaut euch unbedingt mal Gnomed an. Dort beweise ich richtig Eier. Und da könnt ihr nur lernen. Nichts geklickt. Hier beherrscht also ein anderer die Telekinese oder hier ist eine riesengroße Telekinese-Maschine. Habe ich auch rote Augen? Ist gar nicht gruselig. Ich renne jetzt wieder. Kann ja nichts passieren. Ist nichts. Ist nichts. Wartet mal. Bin ich jetzt in diesen Keller gelaufen? Nur um es gruselig zu finden? Oder komme ich jetzt zurück und jetzt passiert was? Hier ist nichts. Hier ist eine kaputte Versorgungsluke. Wartungsluke. Mehr ist hier nicht. Also hier ist irgendein riesengroßes, böses Monster rausgekommen. Wird uns alle töten. Auch dich, mein Freund. Wenn du nicht langsam auf Abonnieren klickst und euch das immer sagen musst, sollte selbstverständlich sein. Hier ist es sehr hell, das ist schön. Und jetzt sehe ich auch, warum ich nichts abgehoben bin. Weil das richtig war. Komisch. Was ist das hier? Grünes Licht. Ja, sie laufen immer noch. Dann gehe ich doch noch mal in den Keller, was? Irgendwas? Warum ist denn eigentlich die Taschenlampe? Hä? Ich jetzt? War der Gang vorher schon da? Immer rechts sein, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Ich fühle mich etwas angespannt. Ich möchte also jetzt schon mal Entschuldigung sagen, falls ich gleich schreie. Vielleicht lasse ich das dann aber auch ganz laut übersteuern, dann wird es super lustig. Haha. Guck mal, hier ist hell. Da ist eine Leiche, aber das ist völlig normal. Hauptsache, hier ist hell.
Ja, würde ich jetzt nachts aufnehmen, abends, dann wäre ich jetzt grün. So nicht. Hier sind Waffen. Kann ich nicht telekinetisieren. Dann werden wohl gleich die schwarzen Jungs herkommen und sich das alles schnappen. Guck mal hier. Ah, die Stromzufuhr kappen wir jetzt. Check, Error, can't find proper driver, rebooting. Oh, okay. Und ich setze auf jeden Fall große Kraft. Hoch. Na, ein Stückchen noch. Na komm. Habe ich auch die Tür geöffnet, in der die Waffen sind? Die Waffen, die in der Tür sind, gut gemacht, Shaker. Super. Keine Waffen für mich. Habe ich auch nicht verdient. Nicht, dass ich noch jemanden verletze. Aber hier baue ich schon mal zu. Haha, da kommen die niemals durch. Falls sie mir irgendwann folgen. Hallo? Guckt euch unbedingt Gnomed mal an danach. Ohne Witz. Es ist den Blick wert und geht auch nicht lange. 10 Minütchen. Vielleicht nicht unbedingt vorm Einschlafen gucken. Na, mein Freund. Wenn ich jetzt vor dir wegrennen müsste. Und zwar da lang, wo ich herkomme. Dann hätte ich dort eine Tür verbarrikadiert. Weil ich dachte, ich wäre klug. Gut gemacht. Super, ole, ole. Na? So eine Kiste ins Gesicht, hä? Oder sehe ich dich nicht? Da habe ich noch mehr Angst. So geht's. Na, hier, hier. Na? Fang! War gar keine schlechte Idee. Hey? Und jetzt? Das kannst du ja nicht mal unter der Leiter durchlaufen. Damit ich Pech bekomme. Was willst du machen? Was willst du machen? Hä? Hä? Geh da nicht lang. Soll ich? Es kann doch nicht sein, dass ich zufällig exakt einen Schritt vor dem Event stehen bleibe. Das ist doch nicht normal. Mann! Geiles Spiel, geiles Spiel. Immer noch eine Kiste mit, man weiß ja nie. Ach, bei mir. Und hier, was liegt dann? Na, wo bist du? Hast du Angst? Das war definitiv einer der schwarzen Männer. Hallo, Radio. Warte mal, er geht die Tür zu, wieder in der Zelle, hä? Nee. Vor einem Tag. Arm ab. Lieber Arm dran als Arm ab. Ich war's. Sind das jetzt zwei Sachen gleichzeitig, die sie mir zeigen? Also mein Arm wurde abgerissen in einem Kampf und dann, nee, wurde mir ein bionischer Arm angepappt.
Anhörung.